Bei uns gibt es manchmal so, da nennen wir das Geschichtsstunde mit Pastor Martin. Das sind dann einfach so Sachen, wo ich einen Rückblick mache, häufig geschichtlich. Das liegt mir, ich mache das gerne. Und dann manchmal sind die Leute so, ach Hilfe, jetzt geht es um geschichtliche Daten und das ist ja so langweilig und so weiter. Abwarten. Ich versuche dich so reinzunehmen, dass du merkst, das, was ich dir jetzt erzählen werde, hat direkte Bedeutung mit deinem Leben hier und jetzt, hier in Deutschland. Es hat was mit dir und mir zu tun. Es ist nicht einfach nur ein geschichtlicher Rückblick mit irgendwelchen Infos, sondern da ist ein, wie soll ich mal sagen, ein Strang drin, den der Herr uns zeigen möchte, weil es bis in die heutige Zeit, bis in unser Leben hier und jetzt hineingeht. Okay, gut, also. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du aufschlagen, Offenbarung 2 ab Vers 12. Etwa 45 Mal spricht das Buch der Offenbarung über den Thron. Den Thron Gottes, den Thron des Lammes, der wird immer und immer wieder erwähnt, weil der Thron ist der Ort der Herrschaft, der Ort der Autorität, der Ort auch, wo der Herr angebetet wird. Nicht wahr? So, und nur ein einziges Mal in dem ganzen Buch kommt ein anderer Thron vor, wird ein anderer Thron erwähnt und das ist ausgerechnet der Thron Satans. Und der kommt in den Sendschreiben vor. In der Offenbarung ist es so, dass Johannes also die Offenbarung von Jesus sieht, die Erscheinung von Jesus und dann geht es an diese sieben Gemeinden. Ja, kennst du bestimmt, hast schon gehört, an Sardes und Laodicea und so weiter. Und da geht es eben auch an eine Gemeinde in Pergamon. Pergamon. Und da heißt es in der Offenbarung 2, ab Vers 12, und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, dies sagt der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat, also der das Wort hat, das Wort, was eine Waffe ist, das zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Gut, hier haben wir also zweimal die Aussage Pergamon mit Satan, der Thron des Satans, beziehungsweise da, wo der Satan wohnt. Es gibt keinen anderen Ort in der gesamten Bibel, wo irgendein Objekt, irgendwie irgendwas anderes, was in ähnlicher Weise bezeichnet wird. Es gibt das nur einmal. Das ist der Thron des Satans. Okay, Pergamon. Gut. Wenn wir uns jetzt damit beschäftigen, mit dem Thema, okay, um was ging es denn da? Was war das denn? Ja, dann ist es so, das bezeichnet die Akropolis von Pergamon. Die sogenannte pergamenische Akropolis, also das ist der Burgberg. Pergamon ist eine Stadt, die war unten und oben auf einem richtig aufragenden Berg, relativ steil geht es da hoch, war oben also Tempelanlagen gebaut worden, ein riesiges Amphitheater. Ich zeige dir hinterher nochmal ein Bild vom jetzigen Zustand. Und diese Stadt hatte also diesen Berg, den Burgberg nannte man das. Und dort oben war eben diese Akropolis drauf. Das ist in der heutigen Türkei etwa 135 Kilometer nördlich von Ephesus. Heute heißt die Stadt Bergama. Bei gutem Wetter kann man von der Akropolis, die etwa 30 Kilometer bis zum Mittelmeer schauen. Nicht? Und genau, oben über der Stadt thronte also dieser Tempelbereich. Da waren etliche Tempel, da war eine riesige Altaranlage und ein gewaltiges Amphitheater. So, und nach dem Historiker Plinius hatte ein gewisser König Eumenes II. Aus dem Herrschergeschlecht der Attaliden hier diese Stadt hochgezogen. Und die Stadt ist vor allen Dingen bekannt geworden und reich geworden, weil aus Pergamon Pergament kam. Das war also das, wo Pergament hergestellt worden ist. Und das hat natürlich, weil da einfach eine hohe Nachfrage war, zu entsprechendem Reichtum geführt. Die Stadt wurde sehr reich und konnte sich daher diese wirklich prachtvollen Tempelanlagen da leisten. Das geschah so, ganz grob gerechnet, etwa 200 bis 150 vor Christus. Gut. Da wurde auch von diesem besagten König
ein Altar errichtet, der Zeus geweiht war. Und dieser Altar, der war sehr bemerkenswert, der hatte einen umlaufenden Fries, der war sehr lang, 120 Meter. 120 Meter Platten, große Platten mit irgendwelchen Skulpturen, die rausgemeißelt waren aus Marmor. Und genau, Zeus ist der oberste Gott der Griechen. Ne? Das ist eigentlich allgemein bekannt. So, wenn du dir also jetzt bewusst machst, da oben war eben dieser Zeus-Altar in erster Linie, um den es da ging, dann, weil das war das höchste Heiligtum, das war der höchste Gott, der da verehrt worden ist, dann sagt Jesus nach meiner Meinung also, Zeus ist das gleiche wie Satan. Ja, wenn da Zeus derjenige war, der da oben seinen Thron hatte, sage ich mal, seinen großen Altar hatte, und Jesus sagt, das ist der Thron des Satans, dann ist es eben etwas, wo im Rahmen dieses gewaltigen Tempelanlage mit diesem Zeus-Altar, diesem Zeus-Thron eben die Bibel sagt, das ist der Thron des Satans. Nun, das Interessante ist ja, dass die Bibel das sagt. Das ist nicht irgendwer, der das sagt, sondern das ist die Bibel, und zwar Jesus selbst, ja, der zu Johannes spricht und das so bezeichnet. Also wir dürfen das nicht einfach so gering nehmen, sagen, na ja, das ist irgendwie so eine Bezeichnung, kannst du mal vergessen, hat keine Bewandtnis für uns. Das ist biblische Aussage, und es ist eine biblische Aussage, die nur an der einen Stelle vorkommt. Der eigentliche Altar war wirklich groß, also dieser Bereich, wo das war also eine Anlage, die war 36 Meter mal 34 Meter. Es ist der größte Altar, den man je gefunden hat in der Geschichte der Archäologie. Und bis heute ist das Interessante, dass man nicht weiß, was war das eigentlich? Wofür wurde der eigentlich gebaut? Ja, wann wurde der wirklich gebaut? Um was ging es denn da? Weil es ist ein völliger, untypischer Bau. Den gibt es nur einmal, den gibt es sonst nirgendwo. Ja, ist also kein klassischer Tempel, sondern eine völlig andere Anlage. Und da hat ein langjähriger Leiter der Ausgrabung in Pergamon sich im Jahr 1999 noch dazu geäußert und hat gesagt, nichts ist in der Forschung unumstritten bei diesem berühmtesten Hauptwerk der Kunst von Pergamon. Weder der Bauherr, noch das Datum, noch der Anlass, noch der Zweck des Baus. Also mysteriös. Ein Bau, den es sonst nirgendwo gibt, von der Größe, von der Art. Und genau das ist das, weshalb wir sagen, das ist das Ding, um das es da oben ging. Und um das es, was Jesus angesprochen hat. Dieser Fries, der da herumläuft, das ist also große Marmorplatten, 2,40 Meter hoch, also schon richtig groß, mit übermenschlich großen Figuren da, die alle im Kampf sind. Das ist komplett mit Kampfszenen voll. Das ist der Kampf der Götter gegen die Giganten. Eine sogenannte Gigantomachie nennt sich das. Und Giganten waren so eine Art, wie soll man sagen, Konkurrenzgötter. Das war also auf einem ähnlichen Level ging das, und da war eben dieser Kampf darum. Zumindest ist das so die offizielle Lesart. Unter anderem ist da auch der Kampf von der Geschichte des sogenannten Telephos, der gilt als historischer, legendärer Gründer der Stadt und so weiter, Pergamon zu sehen. Gut, soweit erstmal das. Was hat es mit einem Altar auf sich? Ein Altar erstmal, das ist etwas, wo Anbetung gebracht wird, wo Opfer dargebracht wird. Das ist entweder ein Tier, was geschlachtet wird, oder ein Speiseopfer, oder aber vor allen Dingen natürlich auch Räucherwerk. Räucherwerk, was dargebracht wird, was geräuchert wird, was aufsteigt, ne, ist etwas, was dem Herrn oder den Göttern oder wem auch immer eben dargebracht wird. Ein Altar. Nun, ein kleiner Hinweis nochmal zum Altar. Im Griechischen gibt es ja, anders. Auf dem Altar wurden Ganzopfer dargebracht. Das finden wir auch in der Bibel. Das heißt, da wurde das komplette Tier wurde komplett verbrannt. Das war ein Ganzopfer. Ja, es gibt ja auch Sachen, wo beim Passahlamm, das wurde eben geschlachtet, aber die Leute haben es zum Essen bekommen und so weiter. Das Ganzopfer war etwas, das wurde komplett geopfert und verbrannt. Und das Wort für Ganzopfer ist sehr interessant im Griechischen. Ja, völlig oder komplett, also im Sinne von ganz, heißt holos,
Und Brand heißt Kaustos. Also Holos Kaustos, Holocaust, das ist ein Ganzopfer. Daher kommt dieses Wort. Ja, das wird auf dem Altar gebracht, ein Ganzopfer. Deshalb gebrauchen die Juden übrigens diesen Begriff ungern. Die sagen stattdessen Shoah, zu dem, was wir also allgemein als Holocaust bezeichnen. Okay, Altar, Ort der Anbetung, wo man sich naht, um anzubeten mit irgendwelchen Dingen, die man bringt. So, und dann zum Thron, ne, denn die Bibel spricht hier ja vom Thron, dem Thron des Satans. Von einem Thron, da regiert der Herrscher. Ne? Da spricht er. Von hier ergehen seine Anordnungen, seine Befehle. Von hier aus werden Kriege initiiert und so weiter. Okay. Wie Sigrid schon gesagt hatte zum Anfang, ist der größte Wunsch, das größte Ziel, die größte Begierde Satans, ist es, Anbetung zu bekommen. Das war der Grund, weshalb er rebelliert hat gegen Gott. Er will Anbetung bekommen. Ja? Er will, dass die Leute ihn anbeten, statt den Herrn anbeten. Das ist der Grund des ganzen Dilemmas, in dem wir uns befinden. Ja? Er ist gefallen, weil er die Anbetung, die Gott zusteht, für sich haben wollte. Und wo möchte er am liebsten die Anbetung bekommen? Natürlich da, wo Gott sagt, hier sollt ihr mich anbeten. Einen Ort, den Gott ausgewählt hat und gesagt hat, hier möchte ich, dass ihr mich anbetet. Genau da will er optimalerweise die Anbetung, die dem Herrn zusteht, selber bekommen. Wir werden noch darauf zurückkommen. In Jesaja 14, Vers 13 finden wir folgende Bibelstelle. Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes, meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Das ist eine Bibelstelle, die die meisten Bibelgelehrten natürlich für Satan gebrauchen. Gut, das war erstmal ein paar Vorabinformationen zu der Thematik, um da so ein bisschen drauf einzusteigen. Jetzt begeben wir uns auf eine Zeitreise. Und da habe ich schon das erste Bild für euch da. Das hier, was ihr hier seht, ist das Ischtar-Tor. Wir sind im Jahr 587 vor Christus. Der erste Tempel Gottes, der war unter Salomo gebaut worden, wurde in Jerusalem und durch Nebukadnezar zerstört. In der Folge kam es dann, dass die Juden in mehreren Stufen nach Babylon verschleppt worden sind, die babylonische Gefangenschaft. Und man geht davon aus, dass die Juden, die eben aus dem verheißenen Land nach Babylon kamen, durch diese Toranlage hindurchgegangen sind. Das war der Ort, der das Symbol für die Gefangenschaft war. Das Tor, dieses Tor ist das Symbol für die Gefangenschaft des Volkes Gottes. Nun, das Ishtar-Tor kommt von einer Gottheit, das ist die gleiche Gottheit wie Astarte oder wie Ostera, das ist alles das Gleiche, das ist eine Fruchtbarkeitsgöttin. Ja, daher kommt übrigens von Ishtar der Begriff Easter und von Ostera der Begriff Ostern. Ja, das ist nur, dass man da mal den Zusammenhang hat. Das Ishtar-Tor. Doron Schneider hat dazu Folgendes geschrieben. Und zwar, was auf den Ishtar-Tor als Weihinschrift zu finden ist. Da heißt es, auf Geheiß der Götter Nabu und Marduk, der Götter Nabu und Marduk, die mir befahlen, Bab Elons Fundament auf der Brust der Unterwelt zu befestigen, damit ihr Haupt mit dem Himmel wetteifern kann, beugte ich meinen Nacken und tat, wie mir befohlen. Das war die Weihanschrift des Königs Nabopolassar an Babylons Ishtar-Tor. Was hat er geschrieben? Der hat gesagt, die Stadt, das Fundament der Stadt ist auf der Brust der Unterwelt, auf dem Brustkorb der Unterwelt angebracht, damit der Kopf der Unterwelt sich bis in den Himmel erheben kann. Da kann man drüber nachdenken, was das bedeutet. Das war die Inschrift, wo es um dieses Tor geht. Ne? So, und wer in diese Stadt wollte, der ist eben da durchgegangen. Jetzt war das aber nicht einfach nur ein normales Tor, sondern dahinter war eine Prozessionsstraße, die war 156 Meter lang, 16 Meter breit. Und das ist etwas, was sehr interessant ist, weil die Archäologie hat die zum weiten Teil ausgegraben und das sind diese blauen Klinker, diese Fliesen mit diesen Figuren drauf. Ja? Und genau.
Babylon, eigentlich Bab-Elon, ja, heißt wörtlich übersetzt Einzug der Götter. So, und der Ausgräber von Babylon, der hat also diese an den Wänden der Prozessionsstraße zum Ishtar-Tor diese Gestalten da, diese Tiere, wie soll man sagen, Bestien da gezählt. Und die sind auf 13 Reihen verteilt und er hat gesagt, das sind 337 Drachen und 238 Stiere bzw. Löwen. Und das waren Symbole für die Götter der Stadt. Ja, eben für Ishtar, für den Gewittergott Adad und hier dieses Viech, das ist der Drache von Babylon, eine gehende Schlange. Die hieß Sirush oder heißt heute noch Sirush. Das war die oberste Gottheit Babylons. Ein geschuppter Leib mit einem Schlangenkopf, gespaltener Zunge, seine Vorderfüße sind Löwenbeine, seine Hinterläufe starke Adlerfüße. Sein Schwanz hat einen Skorpionstachel und sein Haupt dolchähnliche Hörner. Das heißt, so hat einer, der die Ausgrabung in Babylon begann im Jahr 899, gesagt, das ist etwas, das spiegelt sich die ganze Unterwelt wider. In diesem Sirush spiegelt sich die ganze Unterwelt wider. So, einmalig an der Prozessionsstraße ist vor allen Dingen, dass die Mauern nicht nur oberhalb oberhalb des Bodens waren, sondern auch unterhalb. Die waren genauso hoch, wie sie hochging, etwa diese 13 Schichten wurden die auch, oder 13 Meter, gingen die auch unten noch weiter, obwohl da Boden war. Und die waren auch alle mit diesen Fliesen versorgt. Also von Unterwelt bis oben ans Tageslicht ging das durch. Und alles war mit diesem Gewimmel von Bestien versehen. Das ist also das Ishtar-Tor. Und das Ishtar-Tor ist das Symbol für die Gefangenschaft des Volkes Gottes in Babylon, die babylonische Gefangenschaft. Gut. Okay, das war der Punkt. Jetzt gehen wir 250 Jahre etwa weiter. Babylon war von den Griechen erobert worden. Die Griechen unter Alexander dem Großen hatten Babylon eingenommen und Alexander war von der Pracht dieser orientalischen Riesenmetropole so beeindruckt, der hat gesagt, das wird meine neue Hauptstadt. Er hat sich fortan der Göttliche nennen lassen, ne, und hat dort den Göttern in Babylon dann auch täglich Opfer gebracht bis zu seinem Tod. Da hat sich der griechische Geist, ne, mit dem Geist Babylons, ich sag mal, schon verbunden. Da kam schon was zusammen. Ja, die Griechen waren also in Babylon schon da gewesen. Und Alexander hatte auch das Heilige Land, mehr oder weniger im Durchgehen, hatte der das erobert. Ne, es gehörte also zu seinem Reich. Als er starb, sehr jung und etwas mysteriös, war es so, dass sein Reich in drei Teile verfiel und seine Generäle haben das im Grunde genommen unter sich aufgeteilt. Und da gab es einen Teil, der für uns interessant ist, das war das Seleukidische Reich und das war das, wo das Heilige Land war. Das gehörte unter den syrischen Führern, ja, den sogenannten Seleukiden, war das eben dann denen zugefallen und die haben darüber geherrscht. Und das entwickelte sich also, es gab dann Kriege hin und her und die festigten ihre Herrschaft. Und etwa 150 Jahre später, nach Alexander dem Großen, bewegen wir uns jetzt ins Heilige Land. Da im Jahr 175 vor Christus gibt es nämlich einen Typ, der hatte es in sich. Antiochus der Vierte. Antiochus IV., das war der Rasende. Der hat sich selbst Theos Epiphanes genannt. Epiphanes, der sichtbare Gott. Der hat also auch gesagt, ich bin Gott. Ihr müsst mich anbeten. So, der Typ war bis in die letzte Faser seines Seins dämonisiert. Das war wirklich ein Werkzeug in der Hand Satans. Und der hatte Herrschaft eben über das Heilige Land. Und er hat versucht, dort die Anbetung Jahwehs komplett zu vernichten. Ne? So, er hat gezielt aus dem Tempel, der war natürlich nach der Zerstörung von Nabukadnezar Jahrhunderte vorher wieder aufgebaut worden, der Tempeldienst war schon lange, lange wieder aktiv,
Ja, und er hat gezielt versucht, ein Haus der Götzenanbetung zu machen. Mit heidnischen Bildnissen, die wurden da aufgestellt. Irgendwann wurde ein Zeus-Bildnis. Zeus kennen wir von, ne? Pergamon. Zeus-Statue mit seinen eigenen Gesichtszügen im Tempelhof aufgebaut. Ne? Dann wurde Schweine geopfert und man hat das Allerheiligste damit besudelt, mit dem Schweineblut. So, und letztlich wurde der ganze Tempel, der Tempel Gottes, in ein Zeus-Heiligtum umgewandelt. Ein Zeus-Heiligtum. Und hier haben wir mal eine Zeus-Statue, dass ihr euch die mal anschauen könnt. Ja, letztlich waren irgendwann nur noch Schweine als Opfertiere erlaubt. Und das Einhalten der göttlichen Gesetze wie Beschneidung, Schabbat und so weiter war bei Todesstrafe verboten. Das war ein unvorstellbar scharfer Schlag gegen das Judentum. Und ein Zeus-Altar auf dem Tempelplateau kam an die Stelle der Anbetung Jahwes. Das war nicht irgendein Platz, so wie Pergamon oder was, oder Babylon. Das war Jerusalem. Das war der Platz, wo Gott gesagt hat, hier soll mein Name wohnen. Es war der Tempel des allmächtigen Gottes, der hier entweiht worden ist. Ja, der Tempel Jahwes wurde zum Tempel des Zeus. Ja, und Jerusalem wurde zum Ort der Zeusanbetung. Weißt du was? Satan hatte sein Ziel erreicht. Satan hatte das Ziel, die Anbetung am Platz, der Gott zusteht, zu bekommen, hatte er erreicht. So, und ich empfehle dir mal, wenn du eine Bibel mit Apokryphen hast, das sind die Bücher, die in der Zeit, nachdem das Alte Testament beendet worden ist, etwa 400 vor Christus, bis zum Beginn des Neuen Testamentes geschrieben worden sind. Das sind nicht biblische Bücher, die gehören nicht zum Kanon, aber das sind sehr gute Bücher, sehr lesenswert. Und da gibt es unter anderem zwei Bücher über die Makkabäer. Das musst du echt mal lesen, wenn du da dran kommst. Das ist wirklich cool. Die Makkabäer-Story ist gigantisch. Und da heißt es, am 15. Kislev ließ der König auf dem Brandopferaltar, da wo das Brandopfer dargebracht worden ist, ne, den unheilvollen Gräuel aufstellen. Auch in den Städten Judäas ringsum baute man Altäre. Vor den Haustüren und auf den Plätzen opferte man Weihrauch. Alle Buchrollen des Gesetzes, die man fand, wurden zerrissen und verbrannt. Wer im Besitz einer Bundesrolle angetroffen wurde oder zum Gesetz hielt, wurde aufgrund der königlichen Anordnung zum Tode verurteilt. Sie ließen Israel ihre Macht fühlen und gingen mit Gewalt gegen alle vor, die sie Monat für Monat in die Städten aufspürten. Am 25. des Monats Kislev brachten sie auf dem Altar, den sie über dem Brandopferaltar errichtet hatten, ein Opfer dar. Frauen, die ihre Kinder hatten beschneiden lassen, wurden auf Befehl des Königs hingerichtet. Dabei hängte man die Säuglinge an den Hals ihrer Mutter. Auch ihre Familien brachte man um, samt denen, die die Beschneidung vorgenommen hatten. Dennoch blieben viele aus Israel fest und stark. Sie aßen nichts, was unrein war. Lieber wollten sie sterben, als sich durch die Speisen unrein zu machen und den Heiligen Bund zu entweihen. So starben sie. Ein gewaltiger Zorn lag auf Israel. Also, du musst verstehen, hier ging es nicht um eine kleine Feindseligkeit. Hier ging es nicht darum, dass man da irgendwie ein bisschen politisch die mal ein bisschen hinschieben wollte. Hier ging es um eine massive Attacke, das Volk Gottes auszurotten, die Anbetung Gottes auszurotten. Es ging darum, dass Zeus angebetet wird dauerhaft an dem Ort, den der Herr sich ausgesucht hat. Das war die Absicht des Feindes. Und du kennst bestimmt, oder vielleicht den Begriff Gräuel der Verwüstung, ja, der begegnet uns hier. Der kommt auch später nochmal vor. Den finden wir beispielsweise in Matthäus 24, Vers 15. So, es war ein Versuch, das heilige Volk oder das Volk Israel auszurotten. So, und dann kommt es eben zum Aufstand der Makkabäer. Und die Makkabäer-Story ist der Hammer. Da muss man auch mal zu predigen. Wirklich richtig, richtig cool. Eine Story von Wundern, von Sieg, von Reinigung, gigantische Wunderstory. Und letztlich wurde der Tempel gereinigt, letztlich wurde der Opferdienst wiederhergestellt, es wurde dem Herrn wieder geräuchert, ja, und es wurde das Fest der Tempelweihe gefeiert, Chanukka, das Fest der Tempelweihe. Und das war im Jahr, Ende des Jahres 164 vor Christus. So, das heißt, in den paar Jahren, das ist nicht viel, 10, 15 Jahre, wo diese Gräuelgeschichte da war, da wurde also Zeus an der Stelle da verehrt. Und jetzt auf einmal war der Tempel wieder
geweiht und gereinigt, so. Und ich sag mal, Zeus ist da vertrieben worden, die dämonische Macht des Zeus. Ja? So, er brauchte sozusagen, ich sag's mal ein bisschen salopp, einen anderen Ort. Jetzt ist interessant, nahezu zeitgleich, wo die Makkabäer den Tempel wieder Jahwe weihen konnten, nahezu zeitgleich hat ein anderer König, der von den griechischen Generälen da abstammte, letztlich, oder aus diesem ganzen Zusammenhang da kam, einen riesigen Zeus-Altar gebaut. In Pergamon. Das geschah fast zeitgleich, 1100 Kilometer nordwestlich. Eine gigantische Anlage. Und so haben wir im Grunde genommen, ich sag's mal salopp, Zeus ging von Jerusalem nach Pergamon. Das ist so meine Überzeugung. Jetzt schaut euch mal hier dieses Bild an. Das ist die Situation der, wie Pergamon jetzt aussieht. Ihr seht also unten unten rechts dieses riesige Amphitheater. Oben sieht man noch so ein paar Mauerreste und so weiter. Und der eigentliche Pergamon-Altar, der befindet sich leicht hinter der Hügelkuppe, so im rechten Bereich. Ja, das war also, wie gesagt, dieser wirklich große Berg mit wirklich einer gewaltigen Anlage. Ja, und dort eben, ich sag mal, wurde Zeus jetzt in besonderer Weise herausragend eben verehrt. Gut, dann bewegen wir uns 30 Jahre weiter voraus. Im Jahr 133 vor Christus wurde diese ganze Stadt Pergamon wurde römisch. Die Römer übernahmen die Herrschaft. So, jetzt waren es nicht mehr die Griechen, das war ein griechisches Gebiet, ne, sondern die Römer kamen. So, und letztlich wurde dann Pergamon in Kleinasien das Zentrum des römischen Kaiserkultes. Es war ja eine bedeutende Metropole, es war eben immer noch die Stadt mit dem Pergament, es war eine reiche Stadt. Das Zentrum des Kaiserkultes. Ja, da gab es also unter anderem dann einen Tempel für Roma und für den Kaiser Augustus. Es war die erste Stätte, wo Kaiser Augustus sich als Gott anbeten ließ. Anbetung des Kaisers an der Stelle. Und da merkst du schon, bei den Griechen hatten wir das mit Alexander dem Großen, dann mit diesem Antiochos Epiphanes und jetzt hier Augustus in Pergamon. Es geht immer darum, hier an der Stelle musst du Menschen anbeten, die sich als Gott ausgeben. Okay, die Zeit läuft weiter, es kommt zu der sogenannten Zeitenwende, also zum Jahr Null. Christus wird geboren, er hat seinen Dienst, wird am Kreuz hingerichtet, steht von den Toten auf, fährt zum Himmel, der Heilige Geist fällt, die Gemeinde entsteht und all das, was uns das Neue Testament berichtet und die Apostelgeschichte. Und das Christentum breitet sich aus, ja, es kommt zu den ersten Verfolgungen und dann nahen wir uns langsam dem Jahr 70 nach Christus. Ihr wisst, im Jahr 70 wurde der Tempel in Jerusalem zerstört. Und zwar haben die Römer Jerusalem belagert aufgrund von entsprechendem Stress und den Tempel komplett zerstört und das, was sie fanden, auch nach Rom im Triumphzug dann da durch Rom gebracht. Unter Titus starben mehr als 1 Million Juden damals. Gut, ganz kurz vorher, man sagt so wahrscheinlich um das Jahr 68 rum nach Christus, da wurde die Offenbarung verfasst. Das Buch der Offenbarung. Ja? Johannes war im Zuge dieser Christenverfolgung nach Patmos verbannt worden, eine Insel ganz in der Nähe von Pergamon, so etwa 200 Kilometer entfernt. Und dort war er und hatte diese gewaltigen Offenbarungen, die wir in der Offenbarung, in dem Buch der Offenbarung sehen können. So, wer zu der Zeit dafür gestanden hat, die Knie nicht zu beugen vor irgendwelchen Göttern, der war wirklich in Lebensgefahr. Ja, es war eine Bedrohung für das Leben, wenn man nicht mitgespielt hat, wenn man den Göttern nicht Ehre gezollt hat, wenn man nicht geräuchert hat, wenn man nicht angebetet hat. Ne? Und Hinrichtung oder eben Exil, das war das, was der Kaiser angeordnet hatte. Gut. Und so war es dazu gekommen, dass
in Pergamon, ganz kurz vorher, bevor die Offenbarung geschrieben worden ist, ein Bischof war, Antipas, und dieser Bischof starb als Märtyrer. Und der wird auch im Buch der Offenbarung in dem Schreiben an Pergamon erwähnt. Ja? So, wie gesagt, ich kenne deine Werke, wo du wohnst, sogar dort, wo der Sitz des Satans ist. Du hältst an meinem Namen fest, hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch nicht in jenen Tagen, in denen Antipas mein treuer Märtyrer war, der unter euch getötet wurde, wo Satan wohnt. Antipas, das war der Bischof der Stadt. Und er war ein Mann des Glaubens, er hat seine Knie nicht gebeugt, er hat Leute bekehrt, es gab Erweckung in der Stadt und dann wurden die heidnischen Priester eben neidisch, beziehungsweise merkten, dass da was weglief und sie haben ihn gepackt und haben ihn gezwungen, Götter anzubeten, hat er nicht gemacht und daraufhin wurde er dann eben unter den allgemeinen Repressalien zum Tode verurteilt. Und man sagt, er wurde in einem Stiergebilde, aussah wie ein Stier, aus Bronze oder aus Kupfer war es, aus Kupfer, der war so nachgebildet worden, da wurde er reingemacht, da war hohl, da wurde er reingemacht und dann hat man unten drunter Feuer angemacht und ihn im Grunde genommen da zu Tode gequält. So, das war Antipas, der aufgrund seines Zeugendienstes eben dran geblieben war. Einer der Märtyrer. Okay, jetzt machen wir nochmal einen Zeitsprung. Etwa 70 Jahre später. Ich hatte gesagt, im Jahr 70 war der Tempel in Jerusalem zerstört worden. Das war schwierig. Dann gab es so jüdische Exilstädte, wo so die waren. Und es war alles fürchterlich. Und dann gab es ein dramatisches Ereignis um das Jahr 130, 132 bis 135 genauer gesagt. Und das war der sogenannte Bar Kochba-Aufstand. Das ist auch was, worüber man drüber nachdenken kann. Bei diesem Bar Kochba-Aufstand war eine zweite Revolte, ähnlich wie zu der Zeit von Titus, gegen das Römische Reich. Und bei diesem Bar Kochba-Aufstand gab es etwa 580.000 getötete Juden. Und ich will da nicht weiter drauf eingehen. Der war extrem effektiv, der Aufstand. Er hat das ganze Römische Reich erschüttert. Die Römer haben richtig aus dem ganzen Imperium Heermächte dahingezogen, um die besiegen zu können. Und letztlich mit gigantischem Aufwand wurde dieser Bar Kochba-Aufstand niedergeschlagen. Ja? So, und diese Niederschlagung führte dazu, dass Jerusalem komplett zerstört worden ist. Man sagt, dass das ganze Tempelareal wurde gepflügt, die ganze Stadt wurde gepflügt, da blieb sozusagen nicht ein Stein auf dem anderen, das wurde alles abgerissen und platt gemacht. Ne? Und die Stadt wurde dann neu wieder aufgebaut unter dem Namen Aelia Capitolina. Aelia Capitolina. Aelia war der Familienname des Kaisers. Ja? Er selber hieß Hadrian, das heißt der Dunkle. Ne? So, und in der Stadt ließ er sich, Hadrian, als Gott verehren. Ne? Und er gab der Stadt, die Gott, Jahwe, der Herr, als seine ewige Wohnstadt erwählt hatte, seinen eigenen Namen. Und was hat er gemacht? Auf dem Tempelplateau hat er einen Jupiter-Tempel errichtet. Und der römische Jupiter ist das gleiche wie der griechische Zeus. Ne? Und genau davor hat er ein Hadrians Bildnis positioniert. Und da musste angebetet werden. So, jetzt wurde Jerusalem zu einem Ort der Jupiter- bzw. Zeus-Anbetung. 300 Jahre nach den Makkabäern hatte Satan sein Ziel wieder erreicht. Er war wieder an dem Ort, wo Gott angebetet werden sollte, wurde er angebetet, wurde ihm geräuchert, hat man ihm sich genaht mit Opfern. In Jerusalem wurden alle heiligen Stätten komplett überbaut, mit irgendwelchen Tempeln oder sonst was. Und man hat gesagt, wir wollen den Anspruch des Judentums auf diese Stadt komplett zunichte machen. Er, Hadrian, war es auch, der dem Heiligen Land den Namen Palästina gegeben hat. Das war eine Beleidigung, das war eine Verunglimpfung. Das heißt nämlich Philisterland, obwohl es schon seit Jahrhunderten keine Philister mehr in der Gegend gab. So, es wurde einfach eine Proklamation gemacht über das Land. So. Jerusalem wurde zur Bannzone für alle Juden. Einmal im Jahr, an einem Tag, durften sie die Stadt betreten, ansonsten nicht.
So, diese Bildnisse, diese heidnische Tempel, das war nach der Meinung vieler Bibelgelehrten das Gräuel der Verwüstung, von dem Jesus gesprochen hatte. Gut, die Juden wurden nun versklavt, die überlebt hatten, wurden den Legionären als Sold mitgegeben, waren Soldsklaven. Und die Soldaten sind dann ins ganze Römische Reich gegangen, wo immer sie hinkamen und wo immer sie hinversetzt worden sind. Und da haben sie dann ihre Sklaven natürlich mitgenommen. Und so wurden die Juden in die ganze damalige Welt zerstreut. Soweit das. Und dann, langsam aber sicher, im Lauf der Jahrzehnte und der Jahrhunderte, erstarkte das Christentum immer mehr, nahm immer mehr die Formen an, die wir dann auch später in der Kirchengeschichte sehen, mit Rom und mit der Entwicklung und so weiter, was ja wirklich alles andere als positiv war. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Während der Zeit langsam versank Pergamon im Staub der Geschichte. Der Altar verfiel. Die Tempel auf Pergamon verfielen. Die Stadt ging unter. Ja? Ich habe gelesen, dass bei einer Belagerung, viel später, bei einer Belagerung, dort oben auf dem Burgberg, man diese Friesplatten abgeschlagen hatte und abgebaut hatte für ein Belagerungswall. Das waren also riesige, diese riesigen Tafeln, die hat man gebraucht, um einen Wall zu bauen. Und so waren die auf diesem ganzen Burgberg verstreut. Und Jahrhunderte gingen ins Land. Jahrhunderte gingen ins Land. Und es entwickelte sich die Welt, wie wir sie langsam dann so kennen. Langsam, aber sicher ging es dann voran. Und irgendwann kam es dazu, dass im Jahr 1864, also es ist jetzt wirklich lang später, 1700 Jahre später, ein Mann auf diese Höhe von Pergamon ging. Und das war ein deutscher Ingenieur und Hobbyarchäologe. Und er hat für das Osmanische Reich gearbeitet, im Bereich Straßenbau. War ein Ingenieur, der hat da gearbeitet, der hat hinterher auch selber wie so ein Scheich gelebt und so. Aber das war etwas, da ist er in Pergamon gewesen und ist auf diese Höhe und hat sich das angeschaut und war sehr beeindruckt. Karl Humann hieß der. Karl Humann. Und er schaute sich um, er hatte gelesen über Pergamon, über die Attaliden, dieses Herrschergeschlecht. Und er sagte, das also war übrig geblieben vom stolzen, uneinnehmbaren Sitz der Attaliden. Und so hat er sich das notiert. Und er fing an, da so ein bisschen rumzugraben und so weiter, war Hobbyarchäologe, damals hat man das alles noch nicht so ernst genommen. Und er hat geguckt und fand da auch so ein bisschen was und hat einfach dort dann das zu seinem Hobby gemacht und ist immer wieder dahingegangen, privat, als Privatmann, ja, immer wieder hingegangen unter osmanischer Genehmigung, ja, und hat dort dann gegraben und geguckt, was da so ist. Keine 5 Jahre später, nachdem der also auf Pergamon da zum ersten Mal wieder gewesen ist, keine 5 Jahre später wird Berlin, jetzt switchen wir zu Berlin, wird Berlin Reichshauptstadt. Das Deutsche Reich entsteht, das sogenannte Zweite Reich. Das Deutsche Reich wird gegründet und Berlin wird zur Reichshauptstadt, und zwar am 18. Januar. Und im gleichen Jahr, im genau gleichen Jahr, 1871, sendet Humann erste Teile des Pergamonaltars nach Berlin. Ne? Und zunächst hatte man daran wenig Interesse. Das heißt, dass die ersten Teile in irgendeinem Museumskeller eingelagert worden sind und der Direktor hatte überhaupt kein Interesse daran. Und erst als ein neuer Leiter über diese ganzen Museumsanlagen kam, der hat das, ich sag mal, in Anführungsstrichen durch Zufall entdeckt und hat gesagt, Moment mal, hier ist was Interessantes. Ne? Also 1871, Berlin wird Reichshauptstadt und die allerersten Teile vom Pergamonaltar kommen nach Berlin. Dann im Jahr 1878, 7 Jahre später, beginnen die systematischen Ausgrabungsarbeiten, ne, auf diesem Burgberg. Und da gab es etwas, das nennt man das Bündnis zwischen Kreuz und Halbmond. Klingt schon schlecht. Das Bündnis zwischen Kreuz und Halbmond, nämlich vom deutschen damaligen Reich
unterm Kaiser, mit dem Osmanischen Reich. Und weil er eben da mit dem Osmanischen Reich arbeitete, konnte Karl Humann offiziell den Auftrag bekommen, von den Königlichen Museen in Berlin dort die Ausgrabungen zu starten. Alles hochoffiziell, und dann hat er also richtig angefangen, auch mit Ausgräbern und so weiter, das richtig groß und professionell aufzubauen. Und er schreibt: Kein Quaderstein haben die Jahrhunderte zu verschieben vermocht. Nun aber wandern sie nach Berlin. Die türkische Regierung war an den Ausgrabungen beteiligt, und es wurde richtig vereinbart, dass die damals gefundenen Fries-Fragmentstücke alle in den Besitz der Museen nach Berlin gehen sollten. Ja? Das heißt, es war ja nur ein Teil dieses ganzen Berges mit all den Tempeln. Ja? Und dieser Teil, dieser Altar, wurde so nach deutschem Verständnis offiziell gekauft. Es gibt also Verträge, die das offiziell sagen. Die Türkei sieht das anders inzwischen, aber es ist sozusagen eigentlich deutsches Eigentum. Gut, und dann hat man vor etwa 140 Jahren, so um den Dreh rum, über mehrere Jahre das Zeug also auf dem Seeweg nach Deutschland gebracht, nach Berlin gebracht. Und im Jahr 1886 waren die Grabungen abgeschlossen. Gut, kurz drauf, nachdem die Grabungen abgeschlossen waren und das ganze Zeug in Berlin war, wird Kaiser Wilhelm II. Kaiser. Kaiser Wilhelm II., das war eine sehr problematische Person, eine ganz, ganz fragwürdige Figur. Und als deutscher Kaiser, ja, ich würde mal sagen, einfach eine Katastrophe. Einfach vom Typ her, vom Mensch her, von der Überforderung her. Eigentlich psychisch kranker Mensch, ja. Und der wurde deutscher Kaiser. Und man hatte in jeder Hinsicht hatte man Konkurrenzbestrebungen, und man wollte überall mit den Großmächten konkurrieren. Ja, und da gab es Russland als Großmacht und Frankreich als Großmacht und England als Großmacht, und überall wollte man konkurrieren, auch auf dem Gebiet der Kultur. Ja, so, jetzt hatten die also dolle Ausgrabungen in England, die haben in Ägypten ausgegraben und so weiter, Frankreich im Louvre und so, wo gewaltige Sachen standen, und die Deutschen hatten nichts. Und jetzt kommt da der Karl Humann mit seinem Pergamonkram, und das war natürlich begeistert. Jetzt hatten sie wirklich was Weltniveau hatte, und so hat man also tatsächlich gesagt, wir werden ein prachtvolles Museum bauen, um diese gewaltigen Funde zu zeigen. Das ist etwas, was mit der Eremitage in St. Petersburg damals, was mit dem Louvre, was mit dem British Museum und so weiter konkurrieren kann. Gut. Und einige Jahre später wurde dann nach den Planungen und so weiter begonnen, ein Museum zu bauen. Ja, begonnen, ein Museum zu bauen. Und das wurde auf der sogenannten Museumsinsel in Berlin errichtet. Ein großes Haus für antike Kunst, ja, mit dem Pergamonaltar als Prunkstück. Und der Kaiser hat sich sehr persönlich für dieses Pergamonmuseum eingesetzt. Gut, zeitgleich oder ganz kurz drauf gab es noch etwas. Auf Anordnung des Kaisers höchstpersönlich begann man in Babylon Ausgrabungen zu machen. Also da waren die anderen noch nicht gewesen. Ja, da haben sie gesagt, da gucken wir auch noch mal, was es gibt. Und man hat angefangen, in Babylon Ausgrabungen zu machen. Also in Pergamon und in Babylon. Mhm. Gut, jetzt möchte ich mal kurz etwas zum Deutschen Kaiserreich sagen, so ein Einschub. Einfach damit wir mal ein Verständnis dafür haben, was das ist, weil die wenigsten Leute wissen, wie war das denn damals? Wie ist es denn mit dem Leben so damals gewesen? Wie war das? Ja, das war die Zeit der sogenannte Gründerzeit. Schau, es gab einen Krieg 1870-71 gegen Frankreich. Deutschland hat gewonnen. In Versailles wurde das Deutsche Reich ausgerufen. Das war eine Wiedergutmachung, gefühlt, gegen die Schmach von Napoleon. 60 Jahre früher, ne? Und es war ein richtiger Aufbruch. Und zwar im positiven, geistlichen, Missionsgesellschaften, die ganzen Gemeindeverbände und so weiter wurden gegründet. Ein positiver Ausbruch, wirklich. Geistliches Leben überall. Es war, ich sag mal, Erweckungsbewegung, ja. Vielleicht hast du was von Blumhardt mal gehört. Also es war wirklich sehr positiv. Und da, wo Licht ist, ist auch Schatten. Auch sehr negativ. In dieser Zeit nämlich gab es
ein ganz großes Aufblühen von, ich sag mal, Esoterik und Okkultismus. Spiritismus insbesondere hatte richtige Hochkonjunktur. Da gab es eben Astrologie, Wahrsagerei, Swedenborgianismus nannte sich das, dann natürlich Anthroposophie und so weiter. Die blühten regelrecht auf. Ne? Und das war in den leitenden Kreisen des Adels, des Militärs bis ins Kaiserhaus hinein, ja, im Bildungssystem, in der Wirtschaft, weit verbreitet. Das war ziemlich davon durchzogen. Nicht alles, aber vieles. Ja? Eben leider auch in den Kirchen, muss man wirklich sagen. Dann war natürlich noch das Thema Freimaurerei, gerade in Preußen ein Riesending zur Zeit früher, zur Zeit des Friedrich II., alten Fritz, da gab es, sagt man, da war Freimaurerei fast sowas wie Staatsreligion geworden. Ja, das war aber deutlich früher. Ne? Aber sie hat sich da gehalten. Adel, Militär, so die Intelligenz, die war eben von Freimaurerei sehr stark durchsetzt. Und in dieser Zeit, ja, kam jetzt diese, wie soll ich mal sagen, dieser Geist Griechenlands da hinein. Ne? Der Humanismus, nicht zu verwechseln mit humanitär, das ist was anderes. Der Humanismus als geistliche Kraft, als Geistesmacht, ja, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Ne? Der Geist Griechenlands, der gewann auf einmal Raum. Das ist eine richtige widergöttliche Macht, die sich gegen alles, was Christen heilig und wichtig ist, stellt. Der Humanismus, der Geist Griechenlands, der gewann irrwitzig an Macht. Ja? So wurden sagenhaft viele Gebäude, Gerichte, Parlamente, der Reichstag, ja, mit griechischen Tempelfassaden versehen. Die kamen ja nicht von ungefähr, die sind auf einmal entstanden und man hat diese Gebäude wie Tempel gebaut. Ne? Universitäten, auch Kirchen wurden wie griechische Tempel gebaut. Der innewohnende Geist, der wurde darin sichtbar. Olympische Spiele wurden wiederbelebt. Schulische Ausbildung war komplett humanistisch geprägt. Ja, man hat eben griechische und Lateinisch und so weiter gepaukt. Ne? Klassische Philosophie war an der Tagesordnung. Man hat sich wieder mit den griechischen Philosophen beschäftigt und so weiter. Und eben auch mit der ganzen Mythologie der griechischen und der römischen. Viele Firmen, viele Institutionen haben sogar diese Namen übernommen. Wie Neptun oder Victoria oder Hermes oder was auch immer. Kannst du fast alles nehmen. Ne? Verbände und so weiter, die sich danach benannt haben. So, und was in Deutschland geschah, war Folgendes. Geschah auch anderswo, in ähnlicher Weise, aber in Deutschland war es eben so, man wollte an diese Weltmachtposition der Griechen, an die Weltmachtposition der Babylonier, da wollte man anknüpfen. Man wollte sich sozusagen mit diesem Geist verbinden. Und das geschah über Archäologie. Man hat da versucht, sich anzudocken. Ne? Und das, obwohl Deutschland eines der fortschrittlichsten Nationen der Welt war zu dem Zeitpunkt. So, im Jahr 1901 hat man also dieses Museum dann errichtet. Und da habe ich auch ein Bild für euch. Das ist das erste Museum, das Pergamonmuseum. Ne? So, das hat man da gebaut, wo es heute auch schon steht. Aber man hat damals am Bau gespart. Ja? Weil nämlich der Untergrund der Museumsinsel ist baulich gesehen eine Katastrophe. Und man hat gespart am Fundament und das war ein fataler Fehler. Ja, die Fundamente sackten weg, es gab gewaltige Risse, die ganze Statik war nicht mehr gegeben. Das Ding war im Grunde genommen, sage ich mal, einsturzgefährdet nach wenigen Jahren. Massive Bauprobleme. Das kommt daher, weil die Berliner Museumsinsel auf einer, wie soll ich mal sagen, in der Eiszeit gab es dort Gletscher und die haben, als sie sich zurückgezogen haben, so eine Rinne in den Boden reingeformt, eine Abflussrinne und man nennt das Berliner Urstromtal. Ja, das ist in der Region da, wo die Spree ist. Und an der Stelle, wo die Museumsinsel ist, ist dieses sogenannte Urstromtal 40 Meter tief. Ja, das kannst du dir vorstellen wie so eine Schlucht, wie eine Spalte. Und da ist kein fester Boden drin, sondern nur Schlamm. Der ist natürlich auch ein bisschen fest geworden, aber es ist kein tragfähiger, fester Boden, der sowieso in Berlin schon schwierig ist, weil das ja im Grunde genommen alles Sandboden ist. Und deshalb musste man die Gebäude mit ganz vielen Pfählen in den Boden rammen und die hat man zu der Zeit aus Holz gemacht. Und das war nicht genug und es war eben nicht tragfähig genug. Okay, so viel zu diesem Museumsbau.
Der Boden für das Kommen dieser Macht Pergamon nach Deutschland war übrigens über viele Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte vorbereitet worden. Ne? Diesen widergöttlichen Geist Griechenlands hatte man geradezu umarmt in der führenden Kreisen insbesondere. Ja? Es galt als extrem schick, kulturell bedeutsam. Ja? Und so war dieses Pergamon-Ding, das war was ganz Geniales. Und es war für die Leute völlig schlüssig und vernünftig, dass man für dieses gewaltigen Altar, diesen Thron, einen Palast baut. Ja? Man hat ihm den Namen dann gegeben, das ist ein Museum, aber es musste ein Palast sein, wie es sich eben für ein solches Heiligtum, für einen solchen Thron dann ziemt. Gut, dieses erste Gebäude wurde 1902 dann eingeweiht mit dem Pergamon-Altar. Und da gab es folgende Situation: Bei der Einweihung führten 1500 Künstler unter kaiserlicher Aufsicht ein ausschweifendes pergamenisches Götterfest durch. Ja? Das fand im erlauchten Kreise statt. Die wilhelminische Dynastie hat also das gefeiert, weil es war das, was eben angedockt hat an diesen Geist Griechenlands, an diesen Spirit Griechenlands, an die Macht Griechenlands damals. Ne? Und sie hat es gefeiert als das stolzeste Denkmal ihrer Monarchie. Der Kaiser Wilhelm II. Hat diese Errichtung des Pergamon-Altars als die größte Tat seiner Regierungszeit bezeichnet. Das musst du dir mal eintüten. Er war jahrzehntelang Kaiser. Der hat wirklich viel mit Deutschland, was ja im Aufbruch war, Weltmacht, erreicht im Grunde genommen. Und er sagt, dass dieses Ding hier errichtet worden ist, ist die größte Tat meiner gesamten Regierungszeit. Das ist eine sehr eigentümliche, eigentlich beklemmende Aussage, wenn man davon ausgeht, dass die Bibel sagt, das ist der Thron Satans oder zumindest etwas, was den Thron Satans repräsentiert. Wusste der Kaiser da was von? Hatte der eine Ahnung, um was es sich da handelt? Nach christlichem Verständnis wurde hier das Land bewusst oder auch unbewusst, weil der Thron aufgerichtet worden ist, natürlich letztlich Satan geweiht. Und ich habe mit dem Herrn darüber geredet, über diese Situation und so weiter. Und er hat mir was ganz Eigentümliches gesagt. Er hat gesagt, meinst du, es ist nichts, wenn der Kaiser sich vor Zeus verneigt? Meinst du, es ist nichts, wenn ihm geräuchert wird? Weißt du, das ist ja so eigentümlich. Das wird ja so als bisschen Kultur dargestellt, aber irgendwie ist es dann wieder drin. Die alten Bräuche, die alten Geschichten auf einmal sind wieder irgendwie lebendig, ganz eigentümlich, ganz beklemmend. Ne? Und ich habe gesehen, dass es schon damals Proteste gab von bibelgläubigen Christen. Die haben damals schon demonstriert dagegen, weil die gesagt haben, wir stehen dagegen, dass das Land hier der Herrschaft Satans unterstellt wird. Die haben verstanden, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Die haben dagegen demonstriert, damals schon, ja, vor weit über 100 Jahren. Wenn du dann die Geschichte weiter anschaust, ist es so, nachdem das Ding dann da errichtet worden ist, ging es im Grunde genommen mit der Nation Deutschland, dem damaligen Deutschen Reich, in dramatischer Weise in eine sonderbare Richtung. Ja? Innerhalb weniger Jahre ging genau von der Stadt, genau von Berlin, und das ist im Herzen von Berlin, die Museumsinsel, genau von Berlin, gingen politische Entscheidungen aus, die die ganze Welt in einen Strudel von Elend und Not und Katastrophen und Kriege führten. Zerstörung. Ja, es war eine Entfesselung dämonischer Mächte, völlig offensichtlich. Und das war sehr eigentümlich, weil Deutschland überhaupt nicht eigentlich das Potenzial hatte und so weiter. Eigentlich ging es um ganz andere Sachen. Man hatte sich um Kolonien und alles Mögliche gemacht. Der Erste Weltkrieg, Historiker wissen bis zum heutigen Tag nicht, wieso gab es den Ersten Weltkrieg? Wie ist der entstanden? Warum? Das kannst du nur im Geist verstehen, weil satanische Mächte freigesetzt worden waren. Und in diesem Zusammenhang gab es eine Sache, die für uns Christen extrem bedeutsam ist. Und das war im Jahre 1909. Ja, da gab es die für mich größte Katastrophe in der Geschichte der Christenheit in Mitteleuropa überhaupt.
Und das war die Berliner Erklärung. Vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört. Die Berliner Erklärung. Das gab ein Statement von ein paar Dutzend Leuten, das waren gar nicht mal viele, die haben ein Schriftstück verfasst und unterzeichnet, und das war etwas, was im Grunde genommen gesagt hat, mal ein bisschen platt gesagt, das Wirken des Heiligen Geistes ist teuflisch. Wenn du in der Bibel nachschaust, in welchem Zusammenhang die Sünde gegen den Heiligen Geist gebracht wird, ist genau die Stelle. Ja, wo man sagt, Jesus treibt die Dämonen durch Beelzebub aus und sagt, das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Dieser ganze Zusammenhang ist für mich sehr, sehr wichtig gewesen über eine lange Zeit, und ich habe mich damit intensiv beschäftigt, und dann habe ich dieses Buch hier geschrieben, Gott und Deutschland, da wird das behandelt. Ja, diese ganze Situation, wie war das in Deutschland, warum kam es dazu, was war diese Erklärung, da ist auch der Text drin und so weiter, Berliner Erklärung und alles, was dazugehört und was die für Auswirkungen hatte, nur falls es dich interessiert. Gott und Deutschland, nicht wahr? Außerdem habe ich ein Videoseminar gemacht, und dieses Videoseminar, das heißt 100 Jahre Stagnation sind vorbei. Dieses Videoseminar findest du bei uns auf der Webseite. Kannst du mal schauen, das ist unter Predigten, musst du ganz durchscrollen bis zum letzten Ende, ist die allerletzte Sache, die da draufsteht, findest du schon 100 Jahre Stagnation. Das ist ein mehrteiliges Videoseminar, wo ich genau darüber auch spreche. Also wenn du kein Buch lesen willst, kannst du es dir da auch als Video anschauen. Aber es ist extrem wichtig für uns als Christen, weil es aus Berlin kam, zu einem Zeitpunkt kam, wo dieses Pergamon-Ding da war, und es hat die Christenheit in Deutschland in unvorstellbarer Weise geschwächt. Es hat zu einer super starken Schwächung geführt der Christenheit, die es in keiner Nation sonst in der Schärfe gab. Das war sonst nirgendwo so scharf. Ja? Und das war eben die Folge, dass die Christenheit geteilt wurde, schwach wurde, und da war natürlich, sagen wir mal, Volumen da, in dieses Vakuum einfach von diesen widergöttlichen Kräften hineinzugehen und zu wüten und das ganze Land in einen Strudel von Chaos hineinzureißen. Und zwar in einer Weise, dass ich sage, Deutschland wurde im 20. Jahrhundert zum größten Aggressor der gesamten Welt. Aufgrund der massiven Baumängel wurde dieser erste Museumsbau dann abgerissen. Und man hat im gleichen Jahr, wo es diese Berliner Erklärung gab, und man hat dann angefangen, einen Neubau zu bauen an der genau gleichen Stelle. Ja? Und jetzt wurde hier also der Boden bis zu 50 Meter tief im Morasta von dieser Museumsinsel verankert, und man hat eben den Bau gebaut, den wir heute noch haben. Ja, übrigens als Bauwerk von außen gesehen, ein grottenhässlicher Pott, aber egal. Dieser Bau stammte verrückterweise auch noch von einem ehemals jüdischen Architekten, der konvertiert war, evangelisch geworden war. Und der ist eigentlich, der ganze Bau ist nichts anderes als der Altar, diese Vorderfront des Altars, ins Gigantische hochgezogen. Das ist halt im Grunde genommen ein riesiges U, und im Gebäude selber ist dann die Altaranlage, wie sozusagen, als ein kleines U. Gut, das kannst du hier mal sehen. Da sehen wir jetzt hier die Anlage. Vielleicht war es auch schon mal da. Ich habe das auch schon mehrmals besichtigt. Und da sieht man eben, wie das Ding aussieht. Das ist nur der vordere Teil. Der eigentliche Altar, da musstest du die Treppe hochgehen, und dann ging es hinten in einen hinteren Bereich. Das ist also eigentlich nur die Front, die man da sieht, und eben diesen gewaltigen Fries. Übrigens war das mit dem Fries und den ganzen Figuren, die waren zur damaligen Zeit knallbunt angemalt. Die waren also nicht so weiß und ästhetisch wie jetzt, sondern das war ratzebunt damals. Gut. Im Jahre 1913, also kaum, dass das Ding im Grunde genommen errichtet worden war, kamen jetzt aufgrund der vom Kaiser angewiesenen Ausgrabungen in Babylon, kamen die ersten Teile nach Berlin. Und man hat sie genau in dieses Museum reingepackt. Und erstmalig in der Geschichte war jetzt dort die Symbole von Ishtar und die Symbole von Pergamon verbunden. Das heißt, das Symbol für die Gefangenschaft des Volkes
Israels und das, was die Bibel den Thron Satans nennt, kam zusammen in Berlin im gleichen Gebäude. Kurz drauf, nach dieser Vereinigung, begann der Erste Weltkrieg. Wie gesagt, bis zum heutigen Tag gab es keine wirkliche Erklärung, wieso. Der Erste Weltkrieg hat 10 Millionen Tote. Er ging von Berlin aus. Und er war die bis dahin größte Zerstörung in der Geschichte der Menschheit. Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Gut. Krieg läuft, irgendwann ist er vorbei. Deutschland kapituliert, wird in einer letztlich nicht guten Weise abgestraft. Und es kommt zur Weimarer Republik, eine chaotische Zeit. Die Hauptstadt Berlin ist so unsicher, dass man das Parlament nach Weimar verlegt. Ne? Also der Geist zieht nach Weimar. Und während der Weimarer Zeit, ich hatte schon darüber gesprochen, hast du sehr viele verschiedene Reichskanzler und so weiter, die haben kaum ein Jahr jeweils ausgehalten. Und letztlich ist es dann so, dass man dort trotzdem, obwohl es solch eine Armut war und solch ein Chaos war, an dem Museum weitergebaut hat. Dafür war Geld da. Das wurde also nicht, darauf wurde nicht verzichtet. Und letztlich war es dann so, dass im Jahr 1930, das ist ein markantes Jahr, dieses Ischtar-Tor und die ganze Prozessionsstraße in Berlin aufgerichtet waren und für die Öffentlichkeit freigegeben worden sind. Jetzt war also das Ischtar-Tor mit der Prozessionsstraße, wie sie eben damals aufgebaut worden ist, vollendet. Und der griechische Pergamonaltar war aufgebaut. Stehen, vereint, paar Meter auseinander in Berlin zusammen im gleichen Gebäude. Im Jahr 1930 war das soweit. Im gleichen Moment beginnt der Siegeszug der Nazis. Ja, die Nazis werden Wahlgewinner, übrigens aufgrund einer demokratischen Wahl, war kein Staatsstreich, werden Wahlgewinner, kommen in den Reichstag. In nur 3 Jahren ist Hitler Reichskanzler, kurz darauf Diktator. Dann kommt es zum Jahr 1934. Ja, nach der Machtergreifung der Nazis hat Hitler seinen Stararchitekten Albert Speer geholt und hat eben, gibt es Bilder, mit dem Pergamonaltar haben sie gesprochen und hat gesagt, hier, das will ich haben. Und zwar, um Aufmärsche zu machen. Und für den Architekten war das Pergamonaltar das Vorbild der Haupttribüne auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Und da kannst du dir dieses Bild anschauen. Das ist im Grunde genommen das Gleiche ins Gigantische aufgeblasen. Ja, hier fanden die gigantischen Aufmärsche der Nazis statt. Und hier habe ich ein Zitat nochmal von Doron Schneider, der hat Folgendes dazu geschrieben. Gebannt von der Faszination des Altars beauftragte Adolf Hitler 1934 seinen NS-Architekten Albert Speer mit der Nachbildung des Pergamon-Altars für seine Reichsparteitage in Nürnberg. Von der Pergamon-Zeppelin-Tribüne konnte Hitler ab 1936 als hoher Priester der Partei für seine Gläubigen die Festgottesdienste zelebrieren. Von dort aus proklamierte er die Vernichtung alles nicht-arischen Blutes und Glaubens. So zog der NS-Thron Satans Millionen Deutsche in seinen Bann und Tod. Ja, Hitler will auf jeden Fall eine Plattform haben, von der er aus zur Welt sprechen kann. Und das war eben dieser Nachbau von diesem Ding, was die Bibel den Thron Satans nennt. Und genau von dort verkündet er die Nürnberger Gesetze. Genau von dort erklingt zum ersten Mal das Wort Endlösung. Und das Interessante ist, dass ganz Deutschland wie verhext ist, wie verzaubert ist von dem satanischen Nazi-Regime. Und an der Stelle möchte ich mal ein ernstes Wort sagen. Wir müssen uns bewusst sein, dass Zehntausende, Hunderttausende von wiedergeborenen Christen für die Nazis gebetet haben, für den Führer gebetet haben, für gutes Gelingen gebetet haben. Die haben sich auf die Seite gestellt. Sie haben die gleichen Parolen gebrüllt und sind mitgelaufen. Und die gleichen Argumente, die heute noch gesagt werden, damit man ja der Obrigkeit hörig sein soll, die hat man damals gebraucht. Ja, hat gesagt, man muss das, was die Obrigkeit sagt und was diejenigen, die eingesetzt worden sind, das, was da kommt, das muss man gehorchen,
Ja, dem müssen wir uns unterordnen. Die gleichen Sprüche, die auch heute wieder gefordert werden. Und ich sage, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, wir müssen uns vor einer kranken Obrigkeitshörigkeit echt hüten, gerade in Deutschland. Wir müssen uns vor Kadavergehorsam hüten. Ich habe vor einigen Wochen darüber gesprochen. Das ist eine Gefahr. Wir Deutsche sind Leute, die sehr darauf anspringen, ja, ich sag mal, das eigene Denken hinten anzustellen und einfach stumpf hinter dem herzulaufen, was uns irgendwelche Herrscher vorgeben. Das war in der Kaiserzeit so, das war in Nazi-Deutschland so und im Kleinen beginnt es jetzt wieder. Letztlich kam der Zweite Weltkrieg, letztlich versank Deutschland in einem unvorstellbaren Chaos. Es gab 55 Millionen Kriegstote, inklusive dem Holocaust. Und es ging alles von Berlin aus. Der Zweite Weltkrieg, alle Planungen, alles, was da beschlossen worden ist, der Holocaust, alles ging von Berlin aus. Und letztlich vom Krieg aus kam alles wieder zusammen und fand in Berlin. Das war der Punkt, wo der Krieg ausging und wieder zusammenkam. Ja? Es war die größte Zerstörung, die die Welt bis dahin gesehen hatte. Während des Krieges, ja, hat man den Pergamonaltar abgebaut, um den in Sicherheit zu bringen. 1941. Er wurde in bombensicheren Räumen untergebracht. Im Jahr 1945, als Deutschland besiegt war und da niederlag und die Alliierten von allen Seiten gekommen waren, ja, hat man diese noch eingepackten Teile des Pergamon-Museums, des Pergamon-Altars, entdeckt und die Sowjets haben es als Kriegsbeute nach Leningrad gebracht, in die Eremitage und haben sie dort eingelagert. Noch wie sie waren, noch verpackt, aus den bombensicheren Räumen einfach nach Leningrad. Dann ging die deutsche Geschichte weiter. Ja, es kam zu den Ereignisse, die du hoffentlich im Geschichtsunterricht gelernt hast, ja, der Gründung der beiden deutschen Staaten im Jahr 1949, ne, der Bundesrepublik, dann im Mai war das, dann im Oktober die DDR, dann kam es zu dieser Teilung der Stadt, später Mauerbau und so weiter und so weiter. Im Jahr 1958, das war also immerhin 13 Jahre, 12, 13 Jahre, nachdem die Russen das Zeug weggenommen hatten und in Leningrad, heute St. Petersburg, eingelagert hatten, ja, hat Chruschtschow diesen Pergamonaltar bedauerlicherweise wieder nach Deutschland zurückgegeben. Und zwar haben die Deutschen darum gebeten, das DDR-Regime hat darum gebeten, dass es zurückgegeben wird, mit vielen anderen geraubten Kunstschätzen, die auch die hiesigen Alliierten im Westen hatten Kunstschätze geraubt, ja, die bis heute nicht zurückgegeben worden sind. Ne? Aber die Russen haben das zurückgegeben, wurde groß gefeiert als Großtat, ja, wie barmherzig die Sowjets sind. Ne? Und man erzählt sich die Story, dass Chruschtschow das auch gemacht hat, weil seine Mutter, seine leibliche Mutter ihn gedrängt hat. Man sagt, das wäre eine fromme Frau gewesen und die hätte gewusst, was es mit diesem Pergamon-Ding auf sich hat und hat gesagt, bloß weg mit dem Ding. Ob das die Wahrheit ist oder ob das eine Legende ist, weiß man nicht. Und ob Chruschtschow sich da hat motivieren lassen, weiß man auch nicht. Tatsache ist, das Ding kam nach 12, 13 Jahren wieder nach Deutschland zurück, eben in die DDR, nach Ostberlin und wurde dann dort tatsächlich wieder errichtet und aufgebaut. In all dem Chaos, was da war, in all der Not, in all der Zerstörung, dafür hattest du Geld, dafür wurde es gebaut. Man hat es wieder errichtet, an der gleichen Stelle hat man das Museum wieder aufgebaut und diesen Altar wieder reingebaut, wieder errichtet. Die deutsche Geschichte geht weiter und nach 40 Jahren Trennung kommt es dann zum Mauerfall, zur Wiedervereinigung Deutschlands und zur Grenzöffnung am 9. November. 9. November, der Schicksalstag der Deutschen. Ja, der Schicksalstag der Deutschen. Und da fanden ein Haufen interessante Sachen an diesem 9. November statt. Ich komme gleich nochmal kurz darauf zu sprechen. Im Jahr 1999, vor gut 20 Jahren, wurde dann Berlin, nachdem das Parlament nach Berlin umgezogen war, Regierung da war, dann wieder deutsche Hauptstadt.
Ne? Und die europäischen Regierungschefs haben sich in Berlin getroffen. Clinton, der damalige US-Präsident, kam dazu. Und er hat gesagt, Berlin ist das Herz eines vereinten Europas. Berlin ist das Herz eines vereinten Europas. Was finden wir in Berlin? Genau, Ischtar-Tor und Pergamonaltar. Gut, jetzt habe ich mal hier eine Luftaufnahme für euch. Das ist, was du hier siehst, ist also ja eine Luftaufnahme. Da ist der Pergamonaltar wie ein großes U zu sehen. Das Helle, was du da siehst, das ist also der eine Seitenflügel. Und genau, es ist so die nördliche Spitze der Museumsinsel. Darüber ist das Bode-Museum. Dann siehst du da eine Brücke mit dem Berliner S-Bahn oder was fahren. Und oben siehst du die Spree. Und der andere Fluss, sag ich mal, oder das Wasser, was da zu sehen ist, wo das Pergamonmuseum dran angebaut ist, das ist der sogenannte Kupfergraben. Kupfergraben. Und auf der anderen Seite der Straße des Kupfergrabens siehst du eine Häuserzeile und da ist ein kleines Schild, da steht drauf Taxistand, der Pfeil Taxistand. So, dieses, wo der Pfeil Taxistand ist, das ist interessant. Das ist nämlich genau diametral entgegengesetzt in der Achse entgegengesetzt oder auch falsch, gegenüber, genau in der Achse gegenüber des Pergamonaltars befindet sich da eben diese Häuserzeile mit diversen Häusern. So, und diese Häuser, die sind auch bemerkenswert. Die wollen wir uns kurz anschauen. Zunächst einmal, als Gerhard Schröder, das war der erste Kanzler, der in Berlin dann regiert hat, der regierte von 1998 bis 2005, in Berlin war, der wohnte, wenn er in Berlin war, ja, während der Arbeitswochen wohnte er im Kanzleramt. Im Kanzleramt gibt es also eine Wohnung, die hat große Repräsentationsräume, aber auch einen kleinen Bereich einfach da, um zu wohnen. Und er wohnte im Kanzleramt. Angela Merkel hingegen, die ja in Berlin gewohnt hat, ist nie ins Kanzleramt eingezogen, sondern wohnt etwa 2 Kilometer Luftlinie davon entfernt. Und wenn du in Wikipedia schaust, da heißt es ganz aktuell, Stand von jetzt, so zieht es Kanzlerin Angela Merkel vor, weiter in ihrer eigenen privaten Wohnung am Kupfergraben gegenüber der Museumsinsel zu wohnen. Und hier habe ich jetzt dir mal beispielsweise was vom Stern gezeigt. Das ist aus dem Jahr 2005, ein Artikel, hier wohnt die Kanzlerin. Und es ist in Berlin kein Geheimnis, dass Angela Merkel genau gegenüber des Pergamon-Altars, des Pergamon-Museums wohnt. Hier siehst du das Haus, in dem sie wohnt, das gelbe Haus. Und das ist aktueller Stand von jetzt. Das Foto ist von vorgestern. Und du siehst, das ist wirklich Baustelle, eine richtige Baustelle. Wenn sie da tatsächlich wohnen sollte, was natürlich niemand weiß, wohnt die Kanzlerin momentan auf einer Baustelle. So, das Klingelschild in diesem gelben Haus sieht so aus. Hier findest du Professor Sauer, den Ehemann von Frau Merkel, links. Rechts findest du bei den Beschreibungen, da steht drauf, ganz schön lustig. Das finde ich auch bemerkenswert. Du siehst auch, die Klingeln sind offensichtlich nie benutzt worden oder seit vielen Jahren nicht mehr. Das ist keine Ahnung was, aber offensichtlich nichts, was gebraucht wird. Hier haben wir nochmal ein Bild ein bisschen weiter weg. Da siehst du, dass das Nachbarhaus eingerüstet ist, was dann bis zu dem gelben Haus weitergeht. Das ist ganz schön aufwendig eingerüstet, sonderbar aufwendig, was immer die da machen. Für eine Fassadenrekonstruktion ist das ungewöhnlich, aber sei es einfach mal so. Und dann nochmal hier dieses Bild, das ist also der Ausblick von der Kanzlerwohnung sozusagen. Man sieht auf eine Baustelle mit dem Pergamon-Museum. Also ich möchte das nicht weiter kommentieren oder irgendwas dazu sagen. Angela Merkel, wenn sie denn dort wohnt, wohnt auf einer Baustelle und sie wohnt exakt in der Achse des Pergamon-Museums und in der Achse des Pergamon-Altars. Gut, gehen wir noch mal ein paar Jahre weiter. Im Jahre 2010, ne? 2010, das ist jetzt noch nicht so lang her,
Am 9. November 2010, also bis jetzt keine 10 Jahre her, wie gesagt, diesem Schicksalstag der Deutschen, das war der Tag, wo die Reichskristallnacht war, das war der Tag, wo der Mauerfall war und viele andere Ereignisse, die für die deutsche Geschichte bemerkenswert waren, da wurde in Berlin die erste sogenannte Europa-Rede gehalten. Und da hatte man Herman Van Rompuy, das war ein Politiker, das war der damalige Präsident des Europäischen Rates, also der höchste Repräsentant der EU, also der Oberchef von der EU, ne? Den hat man geholt und der durfte dort in Berlin die erste Europarede halten, die allererste, am 9. November. Und wo hat man ihn reden lassen? Vor 800 geladenen Gästen, inklusive Frau Merkel. Man hat ihn im Pergamonmuseum reden lassen, in unmittelbarer Nähe zum Ischtar-Tor und zum Pergamonaltar. Da hat der Herr Van Rompuy gesprochen. Und was hat er unter anderem in seinem Vortrag gesagt? Folgendes, Zitat. Ich fühle mich geehrt, hier und heute zu Ihnen zu sprechen. Zunächst, weil Sie mich als ersten Politiker eingeladen haben, die jährliche Europarede zu halten. Sodann, weil ich im Pergamonmuseum und am 9. November zu Ihnen sprechen darf. Wie viele historische Linien gehen von diesem Ort und von diesem Datum aus? Es fühlt sich an, als ob man von starken alten Kräften in zwei Richtungen gedrängt wird. Die olympischen Götter vor und hinter uns, 2300 Jahre alt, führen uns in die griechische Zivilisation. Sie führen uns nach Pergamon mit seinen Tempeln. Und so weiter. So viel zur Europarede. Und du merkst, da ist irgendwas im Busche, irgendwas ist da. Es ist nicht nichts. Ja, es ist nicht nichts. Du hast gesehen, das Museum ist im Bau, wird gerade renoviert, ganz, ganz aufwendig. Und zwar seit dem 29. September 2014, ja, wurde die Anlage für Publikumsverkehr für mehrere Jahre geschlossen. Zunächst dachte man, man schafft das bis zum Jahr 2019, um die Maßnahmen durchzuführen. Das hat sich, wie viele Bauten in Berlin, als Flop erwiesen. Inzwischen geht man vom Jahr 2025 aus, dass das wieder eröffnet wird. Es sind extrem aufwendige Baumaßnahmen. Ich hatte euch das erzählt von diesem Ursprungtal mit dem Schmatter, der da drin ist, wo man das einfach drauf gebaut hat und diesem Problem mit dem Fundament, was gemacht werden muss. Und da macht man momentan Baumaßnahmen, wo man 1200 Stahlpfähle in den Boden rammt. Also richtig systematisch. Die sind teilweise bis zu 50 Meter lang, um das Gebäude zu stabilisieren, um das Fundament festzukriegen. Das funktioniert teilweise unter dem Einsatz von Tauchern, die da, eben ist ja Wasser, ne, die das da unten da irgendwie dann verbinden müssen und so weiter. Und es geht um ein tragfähiges Fundament. So, die Kosten sind inzwischen hoffnungslos aus dem Ruder gelaufen. Inzwischen redet man schon von 700 bis 800 Millionen Euro. Luft nach oben ist noch, ne? Wir sind ja bei Weitem noch nicht fertig. Okay, so viel erstmal zu diesem ganzen Part. Und jetzt komme ich zu was anderem. Es hat immer und immer wieder Gebetsaktionen von Christen gegeben, die diese Sache mit dem Thron Satans ernst genommen haben. Weißt du, ich glaube ja, diese ganze Akropolis von Pergamon war der Thron Satans. Mit all den Tempeln und alles, was da war. Aber da war eben dieses absolute, spezielle, einmalige, sonst nie existierende Heiligtum, dieser Altar, der Altar des Zeus. Und der genau wurde nach Deutschland gebracht und hier aufgerichtet. Und kaum war er hier, begannen Katastrophen. Dann kombiniert mit dem Ischtar-Tor begannen noch größere Katastrophen. Das ist für mich etwas, wo ich sage, das ist nicht nichts. Ich gehöre zu denen, die so etwas ernst nehmen. Ich war selbst bei einigen Gebetseinsätzen dabei, wo man dagegen gebetet hat, wo man den Herrn gesucht hat, wo es prophetische Eindrücke gab. Was ist das hier? Was passiert? Ne? Viele Christen, die vom Ausland und Deutschland kommen, merken, dass die Atmosphäre hier anders ist als anderswo. Ne? Und insbesondere in Berlin anders ist. Natürlich weiß ich, dass es viele Leute gibt, viele ernstzunehmende Leute gibt, viele Christen gibt, die sagen, das ist völlige Spinnerei. Ja, das ist völliger Unsinn. Das ist blanke Hysterie.
Ja, das ist etwas, das ist nichts anderes als ein Relikt aus alter Zeit. Das haben sie da hingebaut. Das hat keine Relevanz. Das ist ein Museumsstück. Ja, genauso könntet ihr vor sonst was Angst haben oder dagegen beten. Ich verstehe das. Du musst halt sehen, das ist etwas, was du im Geist empfangen musst. Und nicht jeder ist dafür bestimmt, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen und solche Sachen zu attackieren oder dagegen zu beten. Ja, es muss man als geistliche Komponente sehen. Man muss es im Geist sehen und die Dinge so beurteilen. Nach meiner persönlichen Meinung würde ich sagen, die deutsche Geschichte zeigt im 20. Jahrhundert, dass irgendwas nicht stimmt. Irgendwas stimmt nicht. Es gab einen Knick Anfang des 20. Jahrhunderts. Von da an hat sich gerade von Berlin aus unsagbar viel Elend und Vernichtung über die Welt verteilt. Von Berlin aus wurde beschlossen, dass Lenin im Ersten Weltkrieg in einem verplombten Waggon von der Schweiz, wo er im Exil war, nach Russland kam, um die Revolution dort anzuzetteln, um den Kriegsgegner, nämlich den Zar, zu schwächen. Das heißt, die Deutschen waren unmittelbar an der Einführung oder dem Sieg der Bolschewisten in Russland beteiligt. Das ist auch etwas, wo sagenhaft viel Sünde einfach entstanden ist. Ja? Ich weiß nicht, ob dafür jemals mal jemand Buße getan hat. All das kam von Berlin aus. Weißt du, Deutschland wurde von einer Kulturnation mit Nobelpreisträgern, mit innovativen Geschichten, mit einem super guten, für damalige Verhältnisse super guten Sozialsystem, mit der größten Firma der Welt, das war damals Krupp, mit der größten Reederei der Welt, das war Hapag in Hamburg und so weiter und vielen, vielen anderen Dingen, führend in vielen Bereichen der Welt, wurde von einer Kulturnation zu einem aberwitzigen Aggressor. Das 20. Jahrhundert ist von einer Aggression Deutschlands insbesondere geprägt. Und es gibt nun geistliche Leiter, die sagen, Mensch, lasst uns als Christen aufstehen, damit nicht erneut aus Berlin eine Macht des Bösen aufsteht, die wieder die ganze Erde betrifft. So, das kannst du nehmen oder du kannst es lassen. Ja, das ist etwas, was du entscheiden musst. Ja, prüft aber alle und das Gute behaltet, was für dich ist. Vielleicht sagst du, ich habe das Gefühl, dass das die Wahrheit ist. Vielleicht sagst du auch, berührt mich nicht. Ist völlig in Ordnung. Ja, für uns ist das etwas, wo wir sagen, das ist etwas, wo wir im Gebet dagegen angehen. Schau, mal ein bisschen flapsig gesagt. Das Land der Dichter und Denker wurde zum Land der Vernichter und Henker. Ne? So, als Christen haben wir uns gegen die Absicht und gegen die Pläne und gegen die Machenschaften des Feindes zu positionieren. Das ist unser Job. Dafür hast du die Waffenrüstung an. Ja? Die Waffenrüstung hast du bekommen, weil du gegen die Mächte und Gewalten in der Himmelswelt dich positionieren sollst. Schau es dir mal an in Epheser 6. Lies mal genau. Wir widerstehen im Gebet. Wir widerstehen im Geist. Weißt du was? Wenn wir als Bibelgläubige, als Volk Gottes nicht dagegen stehen, wenn wir uns nicht positionieren, wer soll es denn sonst tun? Ja? Wer soll denn sonst diesen dämonischen Kräften und Mächten Einhalt gebieten, die da durch eine Zerstörung über die Welt bringen wollen? Wer tut das denn? Weißt du, so viele Menschen, so viele, vor allem auch Christen, denken, die Götter der damaligen Zeit, das war nichts anderes als Fantasieeinbildung. Das war so eine Projektion. Die Leute brauchten eben ihr Auskommen. Deshalb haben sie eine Fruchtbarkeitsgöttin erfunden. Ja? Sie brauchten ihren Schutz beim Krieg, haben einen Kriegsgott erfunden und so weiter. Das war eine Projektion, so irgendwas. Hallo? Das waren reale dämonische Mächte mit einer realen Kraft. Und die wurden in realer Weise geehrt und die haben in realer Weise gewirkt. Ja? Und diese dämonischen Kräfte sind heute unter Umständen noch genauso aktiv wie damals. Ne? So, vielleicht kommen sie heute nur in einem anderen Gewand. Ja, einem modernen Gewand. Einem Mantel vielleicht von Kultur, von Bildung, von Philosophie. Und sind genauso zerstörerische dämonische Kräfte wie damals. Für uns von Gottes Haus steht Pergamon im Geistlichen für eine mächtige dämonische Struktur, für ein System boshafter Kräfte. Ja. Bei Ishtar ist es genauso. Ishtar, das Ishtar-Tor, steht für Gefangenschaft des Volkes Gottes und für Aggression gegen das Volk Gottes. Und wie gesagt, der Pergamonaltar wird als Thron des Satans bezeichnet, was es sonst nirgendwo mehr gibt. Und so sagt niemand anderes als der Herr selber. Was vor 2000 Jahren oder weit über 2000 Jahren errichtet worden ist,
um eine wiedergöttliche Macht zu symbolisieren und dort Anbetung, ja, zu erreichen an einem bestimmten Platz. Das gilt noch heute. Das ist noch das Gleiche. Verehrung an einem bestimmten Platz hat Auswirkungen. Die Macht ist dort gegenwärtig, sie manifestiert sich dort. So, das ist vielleicht nicht für jedermann sichtbar, das ist vielleicht nicht für jedermann spürbar, aber es ist für Leute, die im Übernatürlichen sensibel sind, ist das etwas, was sie realisieren. Das gilt für die positive geistliche Seite genauso wie für die negative geistliche Seite. Es ist der Altar und es ist der Thron in Berlin. Ja? So, dass wir heute wissen, dass die Bibel das als Thron Satans bezeichnet und dass wir heute wissen, dass es in Berlin steht, ist ja kein Zufall. Ne? Gott selbst hat ihn so genannt. Der Olle Goethe hat im Jahr 1797 ein Gedicht geschrieben, Der Zauberlehrling, eines seiner bekanntesten Werke. Eigentlich lustiges Gedicht, ne? Und das geht eben darum, dass ein Zauberlehrling sich die Macht des Hexenmeisters bedienen will, eines, der größere Macht hat als er, und das Ganze geht eben schief. Und er rief zum Schluss dann, als dann alles über ihn hereinbrach, sagt er, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Das ist nicht genau das, was er gesagt hat, aber das ist das, was im Volksmund sich so eingebürgert hat. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Er hat Geister gerufen, die er nicht handeln konnte, die mächtiger waren als er, und er wird sie nicht mehr los. Genau. So ist das auch hier passiert. Die Geister, die Deutschland gerufen hat, die Macht, den Geist Griechenlands, die Macht, den Geist Babylons, der ist da. Die sind da. Ja? Die stehen da. Und die werden von nichts und niemandem verjagt oder gebunden oder beseitigt oder eingedämmt oder begrenzt oder ausgemerzt werden können, außer dem Volk Gottes, wenn es aufsteht und in seiner Autorität vorwärts geht. Ne? In der Kraft und im Namen des Herrn. Ich persönlich glaube, dass es in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Finanzwelt, Sportler, alles Mögliche, immer so war, dass Leute sich seit Jahrzehnten, ja, versucht haben, mit diesen okkulten Kräften zu connecten, ja, irgendwie zu verbinden, damit sie da eben Kraft ziehen, damit sie eben Autorität ziehen, damit sie ihre Ziele durchsetzen können, damit sie Macht oder Erfolg oder ein zügelloses Leben oder Sicherheit oder was auch immer ihnen wichtig erscheint, erhalten können. Und dafür sind sie bereit, eben mit dem Feind einen Pakt einzugehen. Das ist ja auch das klassische deutsche Drama, die klassische deutsche Erzählung, ebenfalls von Goethe, ja, mit seinem Faust. Sehr bemerkenswertes Buch. Ja. Ein Pakt eines Gelehrten mit dem Teufel. Das größte Kulturgut der deutschen Literatur. Aber weißt du was? Der Kleinste im Reich Gottes ist größer als der mächtigste Mensch auf Erden. Ja. Er ist größer als derjenige, der hier vielleicht alles erreicht, und dann in der Ewigkeit nicht mehr wiedergefunden wird. Jesus selbst sagt, dass der Mensch, ja, wenn er hier alles gewinnt und Schaden an seiner Seele nimmt, alles verloren hat. Was nützt es einem Menschen, wenn er hier, wer weiß, welchen Erfolg und irgendwelche Sachen erreicht und dann in Ewigkeit nicht mehr gefunden wird? Es ist völliger Wahnsinn, völliger Blödsinn. Und ich glaube, dass es Tausende gibt, die sich in Deutschland und weit darüber hinaus mit dem Thron des Satans verbunden haben. Ja, und die Kraft gezogen haben, dieses dämonische, satanische System, die Kraft haben. Und weißt du was? Ich glaube, das sind nichts anderes als bedauernswerte Gefangene, die auf die Lügen des Feindes hineingefallen sind. Der Teufel ist ein Lügner. The devil is a liar. Ja? Und ich sag dir, lass uns dafür beten, dass diese Leute frei werden, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass das satanische System offenbar wird, dass Licht auf die ganzen Machenschaften kommt, was auch immer da ist, damit die Leute gerettet werden. Und ich bin jetzt fast fertig und ich möchte zum Schluss dir noch einen Eindruck weitergeben, wo ich wirklich im Gebet war und wo ich den Eindruck hatte, dass der Herr zu dieser Situation zu mir spricht. Und das, was ich notiert habe, das musst du prüfen, ja, wie die Bibel uns immer auffordert, ist etwas, was ich für mich als Reden Gottes empfunden habe. Da heißt es, ich werde einige derer, die mit dem Feind einen Bund geschlossen haben und mit ihrem eigenen Blut unterschrieben haben, herausreißen. Sie werden mächtige Zeugen des Reiches Gottes sein
Ich werde einige Politiker herausreißen, Künstler, Wirtschaftsleute, Finanzfachleute, Sportler, Medienleute. Ich werde sie herausreißen aus der Finsternis ins Licht. Erschütterungen werden über diese Nation kommen, wenn das Licht immer stärker wird. Die Werke der Finsternis werden immer mehr offenbart. Das Vertrauen der Menschen in Deutschland, der Bevölkerung, wird rapide zurückgehen. Das Vertrauen in die Wirtschaftsleistung, das Vertrauen in die Politik, das Vertrauen in die Behörden, das Vertrauen in die Systeme dieser Welt und ihre vermeintliche Sicherheit. Sicherheit gibt es nur in mir. Alles andere ist sinkender Sand. Und das werde ich die Menschen in Deutschland erkennen lassen. Immer wieder habe ich Menschen berufen, die gegen die Macht von Pergamon aufgestanden sind, gebetet haben, gefastet haben, proklamiert haben und sie haben viel bewirkt. Die Macht des bösen Systems in Deutschland ist sehr, sehr stark geschwächt. Die Leute, die damit verbunden sind, sind sehr, sehr geschwächt. Die Macht von Pergamon ist im Untergang. Das Haus ist im Untergang. Das System, das vielen gedient hat, zu Macht, Ansehen, Geld, Autorität zu kommen, ist im Untergang. Die Finsternis kann gegen das Licht nicht bestehen. Wenn ich mit euch bin, wer soll gegen euch sein? Soweit dieses Wort, von dem ich den Eindruck habe, dass der Herr es in diese Situation reingesprochen hat. So, soweit mein Vortrag. Das war ja keine richtige Predigt, das war ein Vortrag zum Thema Pergamon und Ischtar-Tor, mitten in Berlin. Eigentümlich, nicht wahr? Der Herr hat gesagt, ich soll über dieses Thema sprechen. Und es ist etwas, was wir vielleicht bewusst sein sollen, dass es sowas gibt, quasi in unserer Mitte, und dass das irgendwelche Auswirkungen hat. Und ehrlich, lass uns dafür stehen, dass Deutschland nicht wieder zum Fluch wird über die Nation. Lass uns dafür stehen, dass es nicht wieder die Welt in einen Strudel von Elend und Not hineinreißt. Ja? Lass uns dafür stehen, dass Licht kommt. Licht, wir beten in erster Linie für Licht. Licht über das, was läuft. Licht über die Dinge, die laufen. In überall. In Wirtschaft, in der Finanzwelt, in den Medien, in Sport, in überall, in Politik und überall, europaweit, überall Licht, dass man sieht, was wirklich passiert. Weißt du, es ist so viel Lüge, so viel Manipulation, so viel Propaganda, so viel, was man überhaupt nicht durchblickt. Was wir brauchen, ist wirklich, wirklich Licht. Amen? Amen. Amen. Ein Punkt, der immer wieder vorkam, ist, Satan will die Anbetung. Ja. Er will, dass Leute sich beugen davor. Yes. Anbetung ist der große Punkt, um den es geht.